So, hier nach langer Zeit mal wieder ein Videotutorial zu Photoshop. In diesem ganz kurzen Videotutorial möchte ich nur die Filtergalerie zeigen. Filter sind die meisten wahrscheinlich von hier bekannt. Man sucht sich hier einen Filter aus, zum Beispiel diesen, und zieht ihn auf das Bild. Dann hat man hier eben seinen Filter angewandt. Aber recht viel mehr kann man da auch nicht machen. Jetzt will man das Bild nochmal in den Ausgangszustand versetzen. Dann zeige ich euch jetzt, wie man die Filtergalerie verwendet und wo man sie findet. Also die Filtergalerie findet sich hier oben im Menü unter Filter, Filtergalerie. Dann öffnet sich hier so ein Fenster. Ich habe mal erklärt, hier unten haben wir Minus und Plus zum Zoomen. Hier daneben wird uns angezeigt, wie viel Prozent das von dem Bild sind. Wir haben hier aktuell 25%. Man kann auch den ganzen Bildschirm oder eben 200% machen, je nachdem, wie detailliert man die Vorschau sehen möchte. Hier daneben, da seht ihr dann immer einen Ladebalken und hier eben das Vorschaubild. Unsere Filter finden sich hier strukturiert unter Kunst, Mal, Stilisierung, Strukturierungs-, Verzerrungs- und Zeichenfilter. Hier drüben haben wir den OK-Button, den Abbrechen-Button. Wenn man diesen klickt, schließt sich dieses Fenster wieder. Hier kann man ebenfalls die ganzen Effekte nochmal unsortiert anwenden. Und hier eben zu jedem Filter die passenden Anforderungen verändern. Jetzt zum Beispiel die Tiefenintensität. Ihr seht hier unten der Ladebalken, der lädt. Das ist von System zu System unterschiedlich. Und hier kann man eben mit ein wenig Spielerei schöne Effekte erlangen. Und ganz wichtig, es passt nicht jeder Effekt zu jedem Foto. Und ich zeige euch jetzt noch ganz kurz ein oder zwei Filter. Zum Beispiel hier den Buntglas Mosaikfilter. Hier seht ihr, das passt schon mal gar nicht. Dann kann man hier unter Randbreite die Randbreite verändern. Und eben die Zellgröße verkleinern. Und das kann man eben hier alles anwenden. Man kann hier auch zum Beispiel das feuchte Papier anwenden. Das sieht nicht schlecht aus. Hier muss man dann nur die Helligkeit ein wenig zurückdrehen und die Fasernlänge verlängern. Man muss sich da immer ein wenig spielen mit den Effekten und es dauert immer seine Zeit, bis man zu einem bestimmten Foto den jeweilig passenden Effekt gefunden hat. Ich habe es bei diesem Foto hier schon mal ausprobiert und ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht. So, das war es einfach ganz kurz von dem Videotutorial zur Vorstellung der Filtergalerie, die ihr hier oben findet. Und ganz kurz zur Vorstellung. So, das war's auch schon wieder nach diesem kurzen Videotutorial zur Vorstellung der Filtergalerie. Ich hoffe, das Video war für euch ein wenig hilfreich. Ich würde mich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder sogar einen Abonnenten sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal.